Klickertraining für Hund und Katze, wofür brauchst du das? Ist das nur dazu da, um dein Tier beschäftigt zu halten? Oder kann das noch sehr viel mehr? Ja, ich habe schon einiges mitbekommen von der Laura, die heute dieses Webinar leiten wird für uns alle. Wie alltagstauglich das auch sein kann mit deinem Tier. Also helfen kann, leichter zum Tierarzt zu gehen, entspannter. Wie man, du hast auch was zum Thema stressfrei, also Anti-Jagd-Training, dann, wenn man Angst hat vor Giftködern, wie man da trainieren kann und entspanntes Alleinbleiben. Also es gibt wirklich eine ganz, ganz weite Bandbreite. Und da ist einfach die Frage, wie macht man das denn? Wie baut man das auf und wie findet man mit seinem Tier da auch den Einstieg ins Klickertraining? Und Laura Gentile ist eben Hunde- und Katzentrainerin, macht auch vieles online, aber hat auch vor Ort Kunden, ne? Genau, und ich sehe sie immer mal wieder im Katzencafé. Genau. Ja, und ja, du wirst heute diesen Abend leiten. Ich werde sonst gar nicht mehr so viel inhaltlich sagen. Ich weiß noch, du wirst ein paar Folien zeigen und dass wir es so machen wollen, dass ihr am Ende des Ganzen am besten eure Fragen stellt. Also wenn die zwischendurch aufkommen, gerne merken oder aufschreiben, könnt ihr auch schon mal in den Chat schreiben. Aber es macht am meisten Sinn, wenn wir am Ende so diese Fragen-Antworten-Teil machen. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt mal herzlich willkommen von mir. Ich versuche jetzt mal schnell meinen Bildschirm freizugeben für alle hier. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Was seht ihr aktuell? Ihr seht jetzt wahrscheinlich auch euch, oder? Ja, aber nur diejenigen. Ha, jetzt. Seht ihr immer noch meinen Bildschirm? Ja. Perfekt, gut. Sonja hat es ja schon verraten. Es geht heute um Klickertraining für Hunde und Katzen. Und ich habe hier eben, wie gesagt, eine Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, ihr könnt mich alle verstehen. Ich bin leider ein bisschen erkältet, aber ich gebe mein Bestes und rede trotzdem so laut als möglich sozusagen und so verständlich als möglich. Ja, zuerst mal noch mal kurz zu mir quasi. Jetzt möchten die Folien nicht so wie ich. So. Ich bin ja Laura und mein Unternehmen sozusagen heißt Pfötchentraining. Ich bin eben Hundetrainerin zum einen, aber auch Katzenverhaltensberaterin. Also ich habe verschiedene Ausbildungen absolviert. Und ich bin auch Fear-Free Animal Trainer. Was ist das? Das ist eine amerikanische Ausbildung, speziell für Tierarzttraining. Also schon ein gutes Thema, was Sonja auch vorher angesprochen hat. Und ich klickere nicht nur mit Hunden und Katzen, ich klickere tatsächlich in meiner Freizeit auch mit Hühnern. Also so viel mal dazu. Was ist der Klicker? Also ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass jeder, der heute hier dabei ist, schon mal was vom Klicker gehört hat, beziehungsweise schon einen Klicker in der Hand hatte. Aber was ist das überhaupt? Also früher war das der Knackfrosch, das ist so ein Kinderspielzeug quasi. Und es gibt für das Klickertraining tatsächlich auch noch ein anderes Wort und das ist das Markertraining. Warum? Man kann statt dem Klicker im Prinzip jedes x-beliebige Wort verwenden oder auch ein anderes Geräusch als ein Klickgeräusch. Ich habe hier auf einem Bild auch ein paar verschiedene Klicker quasi drauf getan. Das hier zum Beispiel, also das größte Teil am Bild, ist ein Target-Stick mit integrierten Klicker. Mehr dazu kommt dann später auch noch. Hier sieht man auch einen sogenannten Boxenklicker. Hier auch, hier eigentlich auch. Also es ist gar nicht so ein gutes Bild. Ich habe einfach mal was genommen, was ich gefunden habe. Aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Klicker. Und das hier ist eigentlich dieser altbekannte Knackfrosch. Also in meiner Kindheit war das halt der Knackfrosch sozusagen. Und das sind einfach ein paar von vielen. Es gibt mittlerweile auch einen Klickerring sozusagen. Also es gibt ganz, ganz viele Ausführungen. Und es gibt tatsächlich auch einen Katzenklicker. Also es gibt im Geschäft eigene Klicker für Katzen.
wenn jetzt hier Katzenbesitzer dabei sind, wovon ich einfach mal ausgehe, kann ich euch beruhigen, man braucht nicht speziell einen Katzenklicker zu kaufen. Er unterscheidet sich zwar in der Lautstärke, aber die meisten Katzen kommen mit einem normalen Klicker auch klar. Und es gibt mittlerweile auch unter den gängigen Klicker-Sachen auch Klicker, die man leiser stellen kann. Also man muss nicht direkt einen Katzenklicker kaufen. Und ich habe es ja schon erwähnt, man kann ja auch andere Dinge als Marker einsetzen, eben unter anderem auch zum Beispiel die Pfeife. Aber wir bleiben heute einfach mal bei dem Begriff Klickertraining, und wenn ihr dann später Fragen habt zum Thema Markerwort oder sonst irgendwas, dann einfach her damit, würde ich sagen. Ja, Sinn oder Unsinn? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute glauben, dass Klickertraining einfach nur Tricktraining ist. Es wird auch ganz oft in den Medien so verbreitet eigentlich. Also vor allem bei Katzen wird es oft als Beschäftigungstherapie dargestellt. Im Hundetraining wird man's, also sieht man es im Fernsehen generell eigentlich nicht so oft, sage ich jetzt mal. Also da sieht man jetzt nicht so oft die Anwendung von Klicker, außer wenn es vielleicht um Tricktraining geht. Aber der Klicker macht durchaus Sinn. Warum? Timing ist alles, habe ich hier auf die Folie draufgeschrieben. Was ich damit meine, wir haben eigentlich nicht so viel Zeit, unsere Tiere zu belohnen. Also ich bleibe jetzt mal im Hundetraining, spezifischer im Welpentraining. Ihr seht hier am Bild auch einen Welpen. Und zwar, wenn wir zum Beispiel einem Welpen Sitz beibringen, dann ist es Standard, dass man sagt, okay, man nimmt ein Leckerli in die Hand, hält die Hand quasi über den Kopf des Welpen, und wenn er sich hinsetzt, bekommt er das Leckerli. Irgendwann hat man dann kein Leckerli mehr in der Hand, dann macht man immer noch die gleiche Handposition, so über dem Kopf des Welpen. Er setzt sich hin und dann holt man das Leckerli aus der Tasche und plötzlich steht der Welpe schon wieder. Das ist ein ganz normales Verhalten. Den Welpen wissen erstens noch nicht so richtig, was wir von ihnen wollen, und zweitens sind sie halt auch relativ unruhig meistens. Also die wollen einfach, die haben halt einfach Pfeffer im Arsch und wollen halt einfach was machen. Und hier kommt eigentlich schon der Klicker ins Spiel sozusagen. Und zwar ist es so, dass der Klicker eigentlich unsere Brücke zum Tier ist. Das heißt, wenn wir vor allem mit Welpen arbeiten und wir sagen, okay, wir nehmen jetzt wieder diese Hand her ohne Leckerli in der Hand, aber eben die Hand, und man hält diese über den Kopf des Welpen, dann kann man genau in dem Moment, wo er quasi mit dem Popo den Boden berührt, kann man das Klickgeräusch machen und danach das Leckerli rausholen. Der Vorteil ist, wenn der Welpe bzw. das Tier den Klicker kennt und ihn damit verknüpft, dass er etwas richtig gemacht hat und eine Belohnung bekommt, ist es wirklich komplett egal, ob er nach dem Klick aufsteht oder nicht. Und das gibt echt ganz, ganz viele Vorteile im Alltag. Wichtig ist nur, dass das Klickgeräusch genau dann kommt, wenn man quasi, wenn der Welpe das Verhalten ausführt. Also wenn dieser Popo den Boden berührt. Also wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb habe ich hier auch nochmal draufgeschrieben, you get what you click. Das heißt, nehmen wir jetzt mal ein schwierigeres Beispiel. Nehmen wir einen Hund, der bellt. Du möchtest deinem Hund das Bellen abgewöhnen, und das kann auch mit Hilfe des Klickertrainings funktionieren. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer dann klickt, wenn der Hund nicht bellt. Das heißt, auch wieder, you get what you click. Wenn du einmal klickst, während der Hund bellt, kann es sein, dass er glaubt, dass er für das Bellen belohnt wird. Natürlich muss man hier auch ein bisschen abwägen aus Trainersicht, wann setze ich das Ganze wie ein. Aber ganz, ganz wichtig ist, für unsere Tiere ist ein Nein oder ein Lass es oder sonst irgendwas genauso viel Aufmerksamkeit wie ein Brav. Das heißt, wenn unser Hund bellt und wir sagen ständig Nein, dann kann das durchaus belohnend auf unseren Hund wirken. Und genau deshalb macht auch hier Klickertraining extrem viel Sinn, weil man einfach den Hund viel genauer sagen kann, wofür er belohnt wird und was er richtig macht. Weil wenn man dem Hund immer dann Aufmerksamkeit schenkt, wenn er etwas falsch macht, dann lernt er eigentlich genau das Falsche sozusagen. Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Tricktraining. Natürlich auch hier hat das Klickertraining seine Daseinsberechtigung.
Ich weiß nicht, wer von euch sich schon ein bisschen mehr mit Clicker-Training beschäftigt hat, aber ganz wichtig ist mir hier, ihr seht hier zum Beispiel ein Bild, wo ich im Katzencafé bin und auch mit den Katzen dort klickere. Ja, natürlich wird vor allem beim Tricktraining oft geklickert, aber eben auch bei Basiskommandos wie Sitz oder Platz sollte oder kann der Klicker eingesetzt werden. Ich bin halt ein extremer Fan davon, weil wir einfach ohne Klicker niemals so genau sein können. Also wie gesagt, ich habe ja vorher schon erwähnt, es muss kein Klicker sein, es kann auch ein Marker sein. Ich persönlich verwende meistens einen Marker, weil ich nicht so viele Hände habe, damit ich einen Klicker habe und ein paar Leckerlis habe und dies und das und jenes. Deshalb verwende ich einfach meine Stimme. Aber Klickertraining ist noch viel, viel mehr als das, was hier auf dieser Folie steht. Denn es ist tatsächlich so, dass Klickertraining auch bei Zootieren angewendet wird. Das heißt, es wird mit Löwen trainiert, dass sie sich freiwillig Blut abnehmen lassen, ohne dass man sie in Narkose setzen muss, sozusagen. Also das könnt ihr auch gerne auf YouTube nachschauen. Ihr braucht nur Zootiertraining eingeben, da gibt es einige Videos dazu. Das ist auch super interessant zu sehen. Und die Botschaft davon ist für mich persönlich, wenn man Wildtiere mit Klickertraining trainieren kann, dann kann man jedes unserer Haustiere, egal wie schwierig oder Anführungszeichen das Problem ist, mit Klickertraining tatsächlich trainieren, wenn man eben das richtige Timing hat. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass mir Alltagstraining ganz, ganz wichtig ist. Hier habe ich einen Fakt aufgeschrieben, den ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht genannt habe. Und zwar, man hat als Mensch nicht einmal 2 Sekunden, um das Tier, also zum Beispiel den Hund oder die Katze, für richtiges Verhalten zu belohnen. Das heißt, ihr seht schon, auch aus wissenschaftlicher Sicht quasi, macht der Klicker definitiv Sinn. Denn ansonsten kommt es früher oder später immer dazu, dass wir unseren Hund für falsches Verhalten quasi belohnen. Eben zum Beispiel dafür, dass er nach dem Sitz aufgestanden ist, weil er sich ja das Leckerli holen wollte oder, oder. Die Folie ist eigentlich so, nur mal kurz so ein Start quasi im Alltagstraining generell. Beispiele aus dem Alltag. Ich glaube, wenn jetzt viele hören Klickertraining und Anti-Jagd-Training, dann werden sich die meisten denken, na, wie soll das denn funktionieren? Ich habe hier ein praktisches Beispiel aus meinem Alltag mit Kunden. Und zwar, viele von euch werden vielleicht einen Hütehund persönlich kennen, also einen Collie oder einen Sheltie oder sowas in diese Richtung. Und ich glaube, die meisten von euch haben sicher auch schon mal beobachtet, dass die beim also wenn die spazieren gehen und so, immer extrem viel starren. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Hüten ist tatsächlich nur eine Form von Jagen quasi. Es ist zwar nicht dieses klassische Hetzen oder sowas, was wir uns darunter vorstellen, aber Hüteverhalten zählt auch zu Jagdverhalten. Und ich habe ganz, ganz viele Hütehunde bei mir im Training, die einfach das Problem unter Anführungszeichen haben, dass sie Sachen anstarren und wenn dann dieser Reiz, was auch immer das sein mag, sagen wir mal das Auto, näher kommt, dann knallen die zum Beispiel in die Leine oder bellen oder. Und wenn man aber dieses Starren, was diese Hunde von sich aus ja schon anbieten, belohnt, dann wird das andere Verhalten automatisch weniger. Warum ist es so? Der Hund lernt, dass Starren sich auszahlt und dass er aber, wenn er in die Leine springt oder bellt, keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, diese Kombination, dass man einerseits dem Hund mit dem Klicker und mit einer Belohnung vermittelt, du hast jetzt was richtig gemacht, aber andererseits dem Hund auch quasi Aufmerksamkeit entzieht, sobald er etwas falsch macht, sozusagen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele jetzt vielleicht sich denken, naja, aber starren ist ja auch nicht immer freundliches Verhalten. Das stimmt tatsächlich, also bei manchen Hunden, das kommt auch auf die Hunderasse und auf deren Geschichte und so weiter und so fort drauf an. Bei manchen Hunden ist es tatsächlich so, dass starren kein gutes Zeichen ist. Aber bei Hütehunden ist es in den meisten Fällen so, dass starren einfach nur
schauend ist. Das ist einfach deren Blick. Und wenn man das belohnt, dann fällt das andere Verhalten weg. Und das Gleiche ist auch beim Anti-Jagd-Training quasi. Natürlich besteht das Anti-Jagd-Training noch aus viel, viel mehr Schritten. Aber wenn man dem Hund lernt, okay, du schaust zu dem Reh hin und du wirst dafür belohnt, aber du läufst dem Reh nicht nach, weil es lohnt sich ja mehr für das Tier, also für den Hund, beim Menschen zu bleiben, weil er da die Belohnung bekommt, dann hat der Hund quasi auch wieder mal gelernt, okay, beim Menschen bleiben zahlt sich aus und mein Mensch quasi hat immer etwas für mich. Denn die Chance, dass ein Hund wirklich ein Reh reißt, ist sowieso sehr, sehr gering. Das heißt, es zahlt sich für den Hund, wenn er weiß, dass wir als Mensch quasi ihn wahrgenommen haben, gesehen haben, dass er ein Reh gesehen hat, zahlt sich das für den Hund viel mehr aus, bei uns zu bleiben, als tatsächlich dem Reh nachzulaufen. Mal so als Grundgedanke. Natürlich ist es hier das Klickertraining umso wichtiger. Warum? Es hat einfach damit zu tun, dass wir zum Beispiel bei einem Jagdhund, mit dem man bewusst im Wald trainiert, nicht direkt neben dem Hund stehen kann. Das hat natürlich Vorteile. Also man sollte auch nicht direkt neben dem Hund stehen. Der Hund darf ruhig so ein paar Meter Leine haben, also irgendeine Schleppleine oder sowas. Der Vorteil ist, wenn jetzt der Hund zum Beispiel 3 Meter vor mir steht und ein Reh sieht, dann kann ich, sobald er stehen bleibt und das Reh anstarrt, klicken. Und wenn der Hund dieses Klickgeräusch gut genug konditioniert hat, zu der Konditionierung komme ich später noch, wird er sich umdrehen und seine Belohnung abholen. Beim Anti-Jagd-Training ist es nur ganz, ganz wichtig, dass man nicht bei klassischen Belohnungen aus dem Alltag bleibt, sondern auch eben quasi alternative Jagdverhalten als Belohnung einsetzt. Ja, wenn man natürlich Anti-Jagd-Training machen kann, dann kann man auch Anti-Giftköder-Training mit positiver Verstärkung machen. Was ist der Vorteil, wenn man Anti-Giftköder-Training mit Klickertraining macht? Der Vorteil ist, dass der Hund lernt, die Dinge am Boden anzuzeigen, anstatt für Fressen aufnehmen bestraft zu werden. Was passiert, wenn wir unsere Hunde fürs Fressen aufnehmen bestrafen? Das Einzige, was da passiert, ist Folgendes, dass der Hund einfach sagt, okay, wenn ich etwas Fressbares finde, dann muss ich noch schneller fressen, damit es mir mein Mensch nicht wegnimmt. Und das stört definitiv auch unsere Mensch-Hund-Bindung. Deshalb ist es bei meinem Anti-Giftköder-Training so, dass Hunde lernen, Dinge anzuzeigen. Hier seht ihr auch ein Bild, also das sind jetzt keine Giftköder, aber hier war also Essbares am Boden vorm asiatischen Restaurant und das hat mir Litchi sozusagen angezeigt. Gut. Training mit Problemfällen. Ich habe es ja schon angedeutet vorhin, wenn man Zootiere trainieren kann mit Klickertraining, dann definitiv auch unsere Hunde und Katzen. Ich bleibe jetzt mal erstmal beim Hund. Und zwar kann man prinzipiell auch bei der Katze natürlich freundliches Verhalten belohnen. Das heißt, wenn der Hund ein Hund ist, der auf Reize eher zugeht, beziehungsweise generell ein Hund ist, der vielleicht sagt, okay, ich gehe aufgrund von Angst vielleicht sogar eher nach vorne und gehe eher auf Angriff, dann kann man mit Klickertraining dem Hund beibringen, sich zurückzuhalten. Und warum auch hier wieder der Einsatz von Klickertraining? Viele von euch oder vielleicht einige von euch haben vielleicht schon mal gehört, ja, wenn dein Hund sich nicht zurückhält, dann schrei ihn doch einfach an oder. Was hier passiert, wenn man den Hund anschreit, ist einfach, dass er das Vertrauen zu uns verliert und dass, wenn wir mal nicht da sind, dass er erst recht nach vorne gehen wird. Und genau deshalb auch hier wieder der Einsatz von Klickertraining, denn irgendwann hat der Hund gelernt, dass sich nach vorne gehen nicht mehr auszahlt und er deshalb viel besser lieber zurückbleibt und das zahlt sich dann auch aus, denn Menschen kommen ihm vielleicht auch nicht mehr zu nahe oder ähnliches. Auch Katzenzusammenführungen gestalten sich mit Klicker einfach viel, viel einfacher. Ich habe die
Erfahrung natürlich auch persönlich gemacht, aber ich hatte natürlich auch schon Katzenzusammenführungen, wo die Katze den Klicker noch nicht kannte, was einfach manchmal daran liegt, dass manche Katzenzusammenführungen viel schneller gehen als geplant. Aber prinzipiell ist es so, wenn man die Chance hat, dann sollte man beiden Katzen vor den Zusammenführungen den Klicker quasi beibringen, also diesen Klicker konditionieren, weil sich dann die Zusammenführungen einfach einfacher gestalten, weil man viel, viel schneller, wie schon bereits erwähnt, einfach reagieren kann. Man hat sonst eben eigentlich nur 2 Sekunden. Und mit dem Klicker kann man den Katzen halt wirklich vermitteln, ja, ihr habt euch gerade nett angenähert. Oder ja, es ist toll, dass der eine gerade mit einem Ball spielt und der andere sich abwendet und stattdessen auf den Kratzbaum geht. Oder, oder. Ebenso können auch aggressive und scheue Katzen mit Klicker trainiert werden. Ein Beispiel aus meinem Alltag, als meine Katze letztes Jahr eingezogen ist, die Kiwi, die war extrem scheu. Und ich habe tatsächlich an Tag 2, wo sie dann so ein bisschen aufgetaut ist, einfach den Klicker mitgenommen und habe sie recht schnell auf den Klicker konditioniert. Wie? Ich habe bei ihr tatsächlich Folgendes gemacht. Ich habe das Klickgeräusch gemacht und sie danach gestreichelt, weil sie zu dem Zeitpunkt einfach keine Leckerlis wollte. Und das ist auch gar nicht schlimm gewesen. Mittlerweile frisst sie Leckerlis immer und gerne. Aber damals wollte sie halt viel lieber Körperkontakt. Und deshalb habe ich eben auch statt Leckerlis Körperkontakt als Belohnung quasi eingesetzt. Und dadurch, dass sie ja scheu war, was ich ja bereits erwähnt habe, habe ich es dann einfach so gemacht, jedes Mal, wenn Besuch gekommen ist und wenn Kiwi sich quasi gezeigt hat, habe ich einmal das Klickgeräusch gemacht und ihr danach irgendeine Belohnung gegeben, um ihr einfach zu zeigen, okay, hier passiert nichts Schlimmes. Und Klickertraining fördert nicht nur die Bindung zwischen dir und deinem Tier, sondern tatsächlich auch das Selbstbewusstsein deines Tieres. Also das ist auch etwas, was ich da unbedingt dazu sagen möchte. Ja, ich habe ja schon am Anfang angedeutet oder angemerkt, dass ich eine spezielle Ausbildung für Tierarzttraining habe. Hier seht ihr meine Kiwi, wo wir aber nicht bewusst Tierarzttraining gemacht haben, aber das Bild hat einfach jetzt gut dazu gepasst. Was lernt man beim Tierarzttraining? Und zwar einerseits, was die meisten vielleicht von euch, womit die meisten von euch vielleicht kein Problem haben, ist die Bürste. Es gibt tatsächlich Katzen, die haben ein Problem damit, gebürstet zu werden. Man kann die Katzen an das Ganze gewöhnen. Man kann Katzen auch daran gewöhnen, eine Spritze zu bekommen. Man kann Katzen daran gewöhnen, sich die Ohren putzen zu lassen, ohne fixiert zu werden. Man kann Katzen daran gewöhnen, sich die Augen einzutropfen und so weiter und so fort. Und ganz am Anfang auf dieser Folie steht Target Training. Was bedeutet Target? Target ist einfach ein Zielpunkt, nennen wir das mal so. Das heißt, bei Kiwi haben wir zum Beispiel ein Tierarzt-Target. Und zwar ist es ein blaues Handtuch. Und wenn ich dieses Handtuch hinlege, dann warte ich, bis Kiwi auf dieses Handtuch geht und sich vielleicht sogar hinsetzt oder hinlegt. Und sie weiß, dass wenn sie sich auf diesem Handtuch befindet, dann darf ich sie untersuchen und auch die Tierärztin. Und sobald sie das Handtuch verlässt, hat sie eine Pause. Das hat einen massiven Vorteil beim Tierarzt. Es hat jetzt ja nicht nur, findet nicht nur bei Hunden, bei Katzenanwendung, sondern auch bei Hunden. Das hat einfach einen massiven Vorteil, denn unsere Tiere können sich nicht so lang konzentrieren. Und es ist auch für Tierärzte schwierig, sich ständig zu konzentrieren und auch für uns Menschen. Das heißt, das Tier darf selbst entscheiden, wann brauche ich eine Pause. Und natürlich kann man das Target-Training jetzt nicht nur im Tierarzttraining anwenden, sondern man kann zum Beispiel auch Katzen beibringen zu warten. Das ist vor allem dann ein Vorteil, wenn man einen Mehrkatzenhaushalt hat. Da kann man sagen, okay, Katze A muss jetzt auf diesem roten Teppich warten, während ich Katze B trainiere und danach kommt Katze A dran. Natürlich muss sowas immer, wie gesagt, ganz langsam aufgebaut werden. Aber das klappt alles mit Klickertraining. Und was vielleicht für viele auch ein Thema ist, auch die Transportbox, die ja bei vielen Tieren ein Problem ist, also vor allem bei Katzen,
kann mit Hilfe von Clicker-Training ganz selbstverständlich und einfach trainiert werden. Also Kiwi, mit der war ich gerade letzte Woche beim Tierarzt, geht einfach ganz entspannt in die Box und wir fahren dann zum Tierarzt. Und das war's. Also das ist nichts Aufregendes, ich muss sie nicht reinheben oder sonst irgendwas, sondern das war's einfach. Ja, ich habe ja vorhin schon ein paar Mal davon gesprochen, dass man ein Tier zuerst auf den Clicker konditionieren muss. Und ich dachte mir, ich gebe euch mal mit, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, ich, wie gesagt, habe hier den Clicker hergenommen. Wir können ja später nochmal über Markerwörter sprechen. Man nimmt 3-mal pro Tag 6 Leckerlis. Das ist jetzt so ein Richtwert. Wenn jemand sagt, okay, ich habe nicht 3-mal am Tag Zeit, sondern nur 2-mal am Tag, dann verlängert man einfach das Training quasi. Also man nimmt 3-mal am Tag 6 Leckerlis, macht das Klickgeräusch und danach gibt es ein Leckerli. Das wiederholt man eben jeweils, bis man quasi 6 Leckerlis verbraucht hat. Das Ganze macht man dann 3 Tage hintereinander. Das heißt, wenn man das 3-mal am Tag macht, 3 Tage hintereinander, dann hat man insgesamt 9 solche Sessions hinter sich. Die Katze muss bei der Konditionierung nichts machen, also die muss nicht irgendwie sitzen oder so, der Hund auch nicht, sondern es geht wirklich nur mal darum, dass er auf das Geräusch konditioniert wird. Und am 4. Tag lässt man dann einfach die Leckerlis mal in der Schublade und man macht dann das Klickgeräusch und wenn die Katze oder der Hund sofort zu dir blickt, dann weißt du, dass das Geräusch konditioniert wurde. Wichtig ist an dieser Stelle, egal ob die Katze sofort zu dir blickt oder nicht, sie bekommt nach diesem Geräusch ein Leckerli. Generell ist es so, nach jedem Klickgeräusch gibt es ein Leckerli, vor allem in der Konditionierungsphase. Später ist es so, nach jedem Klickgeräusch gibt es eine Belohnung, in welcher Form auch immer. Da ist es ganz, ganz wichtig, immer individuell die Hunde und die Katzen anzuschauen, was mögen die? Mögen die Leckerlis? Mögen die vielleicht lieber ein Ballspiel? Mögen die vielleicht lieber Kontakt zu Menschen? Oder, oder. Also da muss man immer einfach ganz individuell schauen. Ja. Das Fazit sozusagen. Clicker-Training ist tatsächlich für jedes Tier eine Lösung. Also wie bereits erwähnt, egal ob eine Katze, die unsauber ist oder Probleme im Mehrkatzenhaushalt oder Hunde, die jagen gehen oder Hunde, die Giftköder fressen oder Hunde, die Aggressionsverhalten zeigen oder. Clicker-Training ist für jedes Tier und für jedes Mensch-Tier-Team eine Lösung. Clicker-Training oder beziehungsweise Clickern erleichtert definitiv das Training, da wir einfach eine Brücke zum Tier haben. Und das Schöne ist, wir lernen unsere Tiere viel besser zu lesen. Denn irgendwann, wenn man dann lang genug geklickert hat, weiß man tatsächlich, okay, mein Hund oder meine Katze wird als nächstes ein Verhalten zeigen, das sich lohnt. Und dann ist man schon richtig ready quasi zu klickern. Wichtig ist auch, Clicker-Training darf trotz allem, also trotz dem Fakt, dass es auch für schwierige Tiere eine Lösung ist, quasi Spaß machen. Das heißt, dazu zählt für mich nicht nur Tricktraining, sondern ich mache mit meinen Tieren auch immer ganz gerne Kreativtraining. Was ist Kreativtraining? Das habe ich jetzt hier so nicht aufgeschrieben, aber ich erkläre es euch kurz. Kreativtraining ist bei mir einfach Folgendes. Ich nehme mir ein paar Utensilien her, also sei es zum Beispiel ein Handtuch, was meine Katze noch nicht kennt oder mein Hund, einen Klicker und Leckerlis und ich klicke einfach das, was meine Katze oder mein Hund mir einfach anbietet. Also ich habe gar kein richtiges Ziel vor Augen, sondern es soll einfach Spaß machen. Meine Katze oder mein Hund soll einfach lernen, sich ein bisschen auszutoben, mir einfach mal Sachen anzubieten, denn das fördert das Selbstbewusstsein und die Bindung zu uns. Und generell ist es so, dass man bei Clicker-Training auch die Möglichkeit hat, nicht jetzt nur über Locken zu arbeiten. Also was bedeutet Locken? Dass man zum Beispiel sagt, okay, man lockt die Katze mit einem Leckerli in die Box, sondern man kann auch sagen, man stellt die Box hin und für jeden Blick zur Box gibt es zum Beispiel einen Klick. Wenn die Katze eine Pfote in die Box setzt, gibt es wieder einen Klick und so weiter und so fort. Also dieses Clicker-Training macht einerseits unsere Tiere kreativ im positiven Sinne,
aber es hilft auch uns in der Kommunikation mit unseren Tieren. Ja, nochmal kurz zu mir, also was mache ich quasi? Also ich stehe generell für alltagstaugliche Hunde und Katzen. Warum hier Katzen stehen, das hat einerseits mit dem Tierarzttraining zu tun, andererseits aber auch damit, dass ich einfach dafür stehe, dass Katzen sich in ihrem eigenen Umfeld wohlfühlen. Das heißt, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass Katzen stressfrei leben, egal ob Besuch kommt, egal ob ein Kind auf die Welt kommt in der Familie, wo die Katze lebt oder. Also für mich sind wirklich diese Dinge wichtige Dinge im Hunde- und Katzentraining. Ich helfe natürlich auch bei Themen wie Anti-Jagd-Training oder Anti-Giftködertraining. Ich mache Alltagstraining, das heißt bei Hunden zum Beispiel lernen, sich im Shopping-Center zu verhalten oder beim Autofahren keinen Stress zu haben. Ich helfe bei Stressmanagement und Co., was auch viel im Tierarzttraining Platz findet. Also im Tierarzttraining hat man ganz, ganz viel Stressmanagement-Maßnahmen. Natürlich helfe ich auch bei Katzen, die Wohnungen verunreinigen. Denn wenn eine Katze die Wohnung verunreinigt, dann möchte sie uns eigentlich immer nur sagen, dass etwas nicht passt. Ganz oft ist es tatsächlich so, dass Katzen, die unterfordert sind, das auch manchmal machen. Ja, also soweit mal zu mir. Das war es tatsächlich. Ich würde sagen, ich werde jetzt mal hier wieder umschalten, dass ich euch alle sehe und auch eure Fragen sehe und so weiter und so fort. Moment. So. Ja, super, danke dir. Gerne. Ich kann vielleicht noch sagen, ja, auch so ein bisschen der Grund, warum ich dich eingeladen habe, hier zu sein. Also du bist ja auch eben in der Tierakademie eine der Expertinnen und für mich ist einfach diese Kombi auch so cool. Also dass man einerseits mit Tierkommunikation zum Beispiel fragen kann, das Tier, hey, was ist denn hier los? Ist es zum Beispiel jetzt wirklich eine Unterforderung oder ist es eine Überforderung oder was ist hier los? Brauchst du vielleicht da auch noch mehr Klarheit von deinem Menschen, dass du wirklich weißt, was er von dir möchte oder sie? Und da kann man dann super, wenn man diese Klarheit hat, dann eben auch gerade mit dem Training ansetzen. Denn Tierkommunikation ist eine Sache, also dass man da erstmal Informationen bekommt, aber es dann wirklich zu integrieren in den Alltag, die Schritte gemeinsam zu gehen, vielleicht auch gemeinsam sich was Neues anzueignen, das ist dann nochmal was anderes. Und was ich noch so eine Frage habe, wie kann man sich denn als Mensch da, wenn man, ja, also ich habe irgendwie bis jetzt hatte ich immer so diesen Zugang zum Klickertraining bei mir und meinen Katzen. Ich hatte ein Buch und dann habe ich aber schnell irgendwie wieder so die Lust und Laune verloren. Also erstmal auch, weil ich nicht wusste, mache ich es jetzt wirklich richtig? habe ich da jetzt wirklich richtig auch aufgepasst, sage ich mal, in dem Moment, wo sie mir was gezeigt haben, was man dann belohnen kann. Das ist halt mal so eine Sache und dann aber auch, was kann mich motivieren, dran zu bleiben? Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Was ich immer ganz lustig finde, weil du das auch gerade gesagt hast mit dem Timing quasi, es gibt tatsächlich, also ich habe einen Kurs besucht, eine Fortbildung, die hat sich genannt Klickertraining für Menschentrainer. Und wir haben uns da gegenseitig geklickert, also wir Menschen. Und da habe ich so ein paar Spielideen quasi für euch. Also ich denke mal, dass jeder von euch irgendein Kartenspiel zu Hause hat oder einen Würfel. Und man kann sich dann einfach irgendeinen Kumpel oder irgendeinen Freund oder Partner, was auch immer, nehmen und sagen, okay, du würfelst zum Beispiel oder du zählst, also du blätterst einfach die UNO-Karten runter und immer wenn eine rote UNO-Karte ist, dann muss ich zum Beispiel klickern. Und also da kann man natürlich ganz viel ausprobieren vom Timing her und vom Dranbleiben. Ich glaube, das Dranbleiben ist immer so eine Sache. Ich persönlich finde halt, wenn man keinen Klicker verwendet, sondern zum Beispiel ein Board, also so wie ich das im Alltag mache, dann hat man weniger Probleme mit dem Dranbleiben, weil man muss sich nicht immer extra den Klicker rausholen. Und dadurch, dass man ja sieht, okay, es geht was voran, also es ist wirklich so,
ich sehe ja quasi, wenn ich das im Alltag verwende, hier geht was weiter, mein Hund macht Fortschritte, meine Katze macht Fortschritte, dadurch bleibt man auch dran. Also ich bin wirklich so, ich habe immer in meiner Wohnung irgendwo Leckerlis liegen, weil ich bin glücklicherweise mit einer Katze gesegnet, die gelernt hat, nicht auf die Küche zu gehen. Und also ich habe mir das gelernt, also es ist echt praktisch. Und ich kann immer überall Leckerlis liegen lassen. Und wenn ich einfach so einen Moment habe, wo mein Hund oder meine Katze etwas richtig gemacht hat, dann gibt es von mir einfach das Markerwort und ich gehe danach ein Leckerli holen quasi. Und ich glaube, dadurch bleibt man auch einfach dran. Man sollte einfach eine Belohnung irgendwie immer irgendwo eingesteckt haben. Das muss ja, wie gesagt, kein Leckerli sein. In der Anfangsphase oder bei schwierigen Themen ist es vielleicht wichtig, aber das kommt auch auf das Tier drauf an. Also Litschi zum Beispiel kann man mit Leckerlis weniger motivieren als mit einem Ball. Also ich glaube, da muss man einfach für sich selbst und sein Tier rausfinden, was mag es und ja. Ja, cool. Danke auf jeden Fall dafür schon mal. Ja. Und ja, auch gerade wenn man eben sieht, es macht Fortschritte. Magst du vielleicht noch was sagen zu den Markerwörtern, was man da nehmen kann? Und ansonsten, ihr anderen, ihr könnt euch jetzt auch gerne nochmal eure Fragen überlegen, ob mehr über Hund, Katze, Maus, eher nicht. Also ja, ich bin kein Experte für Mäuse, ne? Also, das Wort. Wichtig ist, dass es kurz ist. Also, das sollte nicht irgendwie Blume oder was fällt mir noch Längeres ein? Keine Ahnung. Nichts Langes auf alle Fälle. Also, gute Wörter sind zum Beispiel Check oder Yes oder Klick. Also, wie passend. Ne? Wichtig ist auch, dass man das Wort im Alltag nicht verwendet. Also, das heißt, es sollte kein Hallo sein, das sollte auch kein Brav sein. Also, wenn man ständig seine Katze mit Brav lobt, dann macht das keinen Sinn. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einem Haushalt lebt, wo nicht viel Englisch gesprochen wird, dann kann man zum Beispiel auch das Wort Yes nehmen. Also, es sollten kurze Wörter sein und eben Wörter, die man im Alltag nicht verwendet. Das Gleiche gilt für Geräusche. Also keine Ahnung, wer von euch, also man hat es glaube ich eher auf Bildern auch gesehen, ich sitze ja zum Beispiel im Rollstuhl und einige meiner Kunden haben zum Beispiel als Markergeräusch einfach, dass sie einmal mit dem Finger quasi an den Reifen tapsen sozusagen, weil das ist immer so ein individuelles Geräusch und das ist so quasi das Markergeräusch, weil diese Kunden sowieso eigentlich immer beim Training im Rollstuhl sitzen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele unendliche Möglichkeiten und ganz wichtig ist auch, unsere Tiere können nicht nur einen Marker lernen. Das heißt, meine Hündin kennt insgesamt 4 oder 5 Marker tatsächlich. Also das ist eigentlich quasi fast schon unendlich. Also da gibt es immer individuelle Meinungen, wer was wie verwendet, aber wir haben quasi eigentlich durch Zufall 4 Marker insgesamt. Also ein Klickgeräusch quasi und noch 3 andere Marker sozusagen, ja. Ja, super. Die Jacqueline, die scheint auch schon Erfahrung zu haben mit den Klickern. Sie hat vorhin geschrieben, dass sie eben mit der Zunge schnalzt. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn man es denn kann. Ich kann das. Ja, stimmt. Also es gibt auch eine meiner Kundinnen, die macht so ein rollendes R. Also ich kann das auch nicht, vor allem nicht, wenn ich irgendwie erkältet bin oder so. Also das wäre irgendwie echt eine spannende Aufgabe für mich als Mensch. Aber wenn jemand sowas lernen möchte, dann kann man sich da auch klickern lassen. Ne? Also bei solchen Dingen, das funktioniert auch mit Menschen. Also wie gesagt, es ist nichts unmöglich sozusagen. Ja, super. Ja. Was sind so eure Wünsche? Was würdet ihr denn mal gerne trainieren bei euren Tieren mit dem Klickertraining? Oder fragt euch jetzt vielleicht noch, oh, ist das wirklich möglich? Ich würde sagen, ihr könnt entweder in den Chat schreiben oder Mikrofon an. Stefanie möchte gerne was sagen jetzt. Ja, hallo. Ich habe da eine Frage noch zu einer deiner Folien. Und zwar, als du von dem Aufbau des Trainings gesprochen hast, diese 3x3-Lösung. Und du hast dann gesagt, am 4. Tag die Leckerchen in der Schublade lassen. Und dann kam aber trotzdem mit einem Leckerchen belohnen. Das, genau. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Okay, sorry. Vielleicht habe ich habe da einfach einen Satz vergessen tatsächlich.
Und zwar habe ich das so gemeint, du lässt die Leckerli in der Schublade, machst das Klickgeräusch und holst das Leckerli erst danach. Also wichtig ist am vierten Tag, dass deine Katze oder dein Hund nicht sieht, dass du quasi ein Leckerli in der Hand hast. Weil an den Tagen davor darf dein Hund ja quasi oder deine Katze sehen, dass du was in der Hand hast und dass du mit ihm arbeiten möchtest sozusagen. Am vierten Tag geht es einfach mal wirklich darum, ist das Wort oder das Klickgeräusch konditioniert? Kann man damit nun quasi arbeiten oder muss man die Konditionierung noch weiter fortführen? Also wenn die Katze oder der Hund nach dem Geräusch nicht sofort reagiert, dann weiß man, okay, man muss diese Grundkonditionierung einfach noch ein paar Tage weitermachen sozusagen. Okay, gut, danke. Gerne. Und was mich dann noch weiter interessiert hat, ich habe so einen wunderbaren Kater, der aber furchtbare Angst hat, wenn der im Auto zum Tierarzt fährt. Und ich finde das phänomenal, dass man ihm da helfen kann, aber ich habe so gar keine Vorstellung, wie ich das anfangen könnte. Darf ich fragen, geht dein Kater freiwillig in die Transportbox oder hebst du ihn rein? Ich heb ihn rein. Macht er da schon Probleme, sage ich jetzt mal? Also er findet den Moment des Reinhebens nicht toll. Also beim ersten Mal ist er mir auch wieder abgehauen aus der Box. Mhm. Seitdem bin ich schnell geworden. Mhm. Aber sobald er einmal drin ist, ist es in Ordnung. Da kann ich ihn auch runter an die Straße bringen. Aber sobald wir dann im Auto sitzen und losfahren, okay, dann wird ihm ganz Angst und Bange. Da fängt er an zu schäumen, dann übergibt er sich, dann macht er unter sich. Also das ist ganz furchtbar für ihn. Okay, also was ich prinzipiell machen würde, ich würde mal einerseits daran arbeiten, dass er quasi freiwillig in die Box geht, also schon, wie ich das vorhin bereits erwähnt habe, dass du sagst, okay, du stellst die Box einfach hin, nimmst dir den Klicker und klickerst einfach mal jede Annäherung zur Box. Und wenn dein Kater keine Annäherung zeigt, das kann nämlich tatsächlich vorkommen, dann empfehle ich dir, dass du die Box mal auseinanderbaust, wenn das möglich ist, dass du quasi mal nur den unteren Teil dastehen hast. Mhm. Also ich würde mal wirklich sagen, dass die Box mal quasi kein Problem sein sollte. Und bezüglich des Autofahrens, ich würde da vielleicht auch mal mit dem Tierarzt sprechen, wenn er wirklich schäumt. Mhm. Also wenn er so viel Stress hat, würde ich auch mit dem Tierarzt sprechen, wie sehr kann ich ihm vielleicht auch da noch irgendwie zusätzlich helfen. Und ich würde tatsächlich beim Autofahren schauen, wenn er dann mal freiwillig in die Box geht, dass man sagt, okay, ich gehe mal einfach zum Auto und stelle die Box rein und fahre aber nirgendwo hin. Also ich starte auch den Motor nicht. Mhm. Ich habe tatsächlich einen Kater gerade im Training, der ähnliches Verhalten zeigt. Und da ist es wirklich so, dass wir aktuell Trainingsplan haben, dass die Menschen wirklich 2 Wochen lang jeden Tag einfach nur mit diesem Kater ins Auto steigen, ohne überhaupt den Motor zu starten. Mhm. Und sobald man da quasi sieht, okay, der ist wirklich entspannt, also da geht es gar nicht darum, ob er schäumt oder so, sondern man soll wirklich sehen, okay, der ist quasi wirklich entspannt von der Körperhaltung her, ja, starten wir dann quasi erst den Motor. Ah, okay. Denk mal, wenn du jetzt gerade erst beim Tierarzt vielleicht auch warst, dann hast du ja auch so ein bisschen wieder Zeit bis zum nächsten Tierarzt sozusagen. Da würde ich die Zeit einfach auch nutzen. Und was du natürlich machen kannst, wenn du zufällig, weiß ich, ein Rad oder sowas hast, dass du sagst, okay, du schnallst mal die Transportbox auch aufs Rad und du bewegst dich da einfach ein bisschen, um zu sehen, ob ihnen die Bewegung generell vielleicht was ausmacht und nicht direkt das Auto. Ja. Ja. Das sind sehr gute Tipps. Abgesehen davon, dass ich im dritten Stock Altbau ohne Aufzug wohne, ich werde, glaube ich, bei dem Training sehr fit werden. Ja, das glaube ich auch. Okay, vielen Dank dafür. Gerne. Ja, und dazu ist auch noch zu sagen, wenn man jetzt denkt, oh, wie soll ich das jetzt im Einzelnen machen? Die Laura wird noch was bringen zum Thema entspannt zum Tierarzt. Da werden auch noch Inhalte kommen, wo es nochmal so Schritt für Schritt aufgebaut ist. Und dann einfach auch für euch zu sehen, das ist eine Sache, die schon super ist. Dann kann man auch gucken, okay, gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, da mehr Entspannung reinzubringen, also wirklich auch diese Entspannung auszustrahlen dem Kater gegenüber oder der Katze gegenüber. Und da einfach so verschiedene Bausteine, verschiedene Puzzleteile, die ihr zusammenfügen könnt.
ist vielleicht für einen Anfänger erstmal so, wenn man denkt, oh, jetzt gibt es so viele Möglichkeiten. Ich kann Tierkommunikation machen, ich kann gecoacht werden, wie ich meinem Tier Ruhe ausstrahle, ich kann Bachblüten dazu nehmen oder Energieheilung, dann noch das Training. Aber das ist ganz individuell. Also entweder man folgt da wirklich seiner Intuition und nimmt erstmal sich eine Sache raus. Ich würde es auch nicht zu kompliziert machen, mit einer Sache mal anfangen. Und dann sieht man, okay, das war es jetzt vielleicht noch nicht alleine. Vielleicht kann ich noch was dazu holen. Und da einfach, wenn ihr nicht weiterkommt, ihr könnt euch immer bei uns melden und dann kann man nämlich noch schauen oder auch mit dem Tier sprechen, hey, was braucht denn dieses Tier? Also einfach sich auch nicht scheuen, auch wenn vielleicht eine Sache noch nicht gleich so klappt wie gedacht, dann nicht gleich sagen, das ist Mist, dieses Klickertraining funktioniert nicht, sondern dann gucken, okay, kann ich vielleicht noch was dazu holen oder habe ich vielleicht mich selbst da überfordert oder mein Tier, müssen wir vielleicht noch mal ein paar Schritte zurückgehen, bin ich da vielleicht auch angespannt an die Lage drangegangen, habe ich vielleicht auch schon so eine feste Erwartung gehabt, also da einfach wirklich dann, gerade wenn ihr das Gefühl habt, so jetzt komme ich nicht weiter, kann man da noch mal ganz gut von einem Profi mit drauf schauen lassen, der euch dann unterstützt und euer Tier, also der nicht sagt, du musst es genau so machen, sondern der wirklich guckt, was braucht ihr jetzt. Genau. Also das, was du auch gerade gesagt hast, ist auch beim Klickertraining so, der Klicker ist ja nur eine Brücke und es führen immer viele Wege nach Rom sozusagen. Also es gibt so viele Möglichkeiten mit dem Einsatz vom Klicker, einem Hund zum Beispiel das Bellen abzugewöhnen oder eine Katze an die Transportbox zu gewöhnen oder. Deshalb habe ich auch vorhin das schon angesprochen, dass wenn die Katze nicht von selbst in die Box geht, dass man dann zum Beispiel die Box auseinanderbaut und so weiter und so fort. Da muss man einfach immer ganz, ganz individuell schauen und wie Sonja bereits gesagt hat, wenn da irgendwo Hilfe notwendig ist, dann sind wir definitiv für euch da. Gibt es noch Fragen ansonsten? Mir ist noch eine aufgefallen, und zwar, wie würdest du das machen, wenn man mehrere Katzen oder Hunde, egal, hat? Also würdest du dann gleichzeitig mit allen anfangen oder erstmal die einen rausnehmen? Ich habe tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das erstmal einzeln. Also ich nehme mir erstmal ein Tier raus, so alle nacheinander quasi. Aber zum Beispiel im Katzencafé hatte ich nicht die Möglichkeit, die alle erstmal auseinander zu sperren. Das wäre auch ein bisschen gemein gegenüber den anderen Besuchern gewesen, weshalb wir da einfach alle gemeinsam gemacht haben. Das ist aber überhaupt kein Problem. Also die Katzen verstehen das durchaus und ich kann euch zum Beispiel auch aus dem Training bei mir zu Hause sagen, wenn ich mit allen gleichzeitig trainiere, dann habe ich ein Wort, was für beide gilt. Also ich habe wirklich ein Markerwort, was für beide gilt. Das wende ich dann an, wenn beide gleichzeitig etwas richtig gemacht haben. Also man muss auch als Mensch so ein bisschen multitaskingfähig dann werden. Und ich habe für jedes Tier quasi noch ein eigenes Wort. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Lychee vor Kiwi etwas richtig macht, dann sage ich zuerst Lychees Markerwort und danach erst Kiwis Markerwort. Und dann hole ich einfach ganz entspannt die Belohnung sozusagen. Also Empfehlung erstmal drinnen, aber wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dann würde ich schon sagen, okay, alle gemeinsam. Aber ich sage generell, egal ob Hunde- oder Katzenhaushalt, es schadet wirklich nicht, wenn ihr auch ein bisschen Zeit quasi zu zweit verbringt. Also das schadet eurer Mensch-Tier-Beziehung überhaupt nicht und es ist wirklich sehr, sehr vom Vorteil. Cool. Und gibt es, ich habe 1000 Fragen, gibt es eine, also kann man sagen, oh nee, wenn mein Tier schon älter ist, dann lohnt sich das nicht, da kannst du ja nicht mehr so gut was lernen oder was sagst du dazu? Ich habe tatsächlich mit meinem ältesten Kater, der war 13, glaube ich, als wir angefangen haben,
Also wie gesagt, er hat mitgemacht, ja, er hat auch Spaß daran, aber ältere Katzen können sich halt zum Beispiel einfach nicht mehr so lange konzentrieren. Generell ist es aber so, dass man schon eine Unterscheidung zwischen Hund und Katze merkt. Also während ein Hund gut und gerne mal quasi eine Stunde am Hundeplatz stehen kann oder irgendwo in einem Alltagstauglichkeitstraining und man mit dem auch wirklich quasi alle 10 Minuten oder so mit ein paar Pausen so trainieren kann, ist es schon bei Katzen so, dass der Konzentrationsspanne einfach nicht so lange ist. Deshalb rate ich auch am Anfang dazu, bei Katzen lieber kürzer und dafür gut zu machen. Also das ist ganz, ganz wichtig und irgendwann, wenn ihr es richtig macht, habt ihr dann einen Trainingsjunkie zu Hause, so wie ich hier, der einfach am liebsten eine Stunde durchtrainieren würde. Das ist nicht immer vom Vorteil, ich sage euch das ganz ehrlich, aber prinzipiell, wie gesagt, ist alles möglich. Ja, schön. Gibt es sonst noch Fragen? Sieht soweit rund aus. Ich glaube auch. Wir werden auf jeden Fall in der Aufzeichnung auch nochmal ein paar weitere Infos drunter stellen und auch für euch in der E-Mail, die dann gleich noch folgt mit der Aufzeichnung. Und magst du noch kurz was dazu sagen, was die Menschen als nächstes erwartet von dir? Ja, also ich starte jetzt mal bei den Katzenbesitzern sozusagen. Und zwar hat Sonja das auch schon angesprochen. Also es wird von mir einen kleineren Online-Kurs, nennen wir es mal so, zum Thema Tierarzttraining geben, wo ihr die ganzen Basics quasi mitbekommt. Auch natürlich das Transportboxentraining, weil das ist bei ganz, ganz vielen Katzen ja schon der Knackpunkt zum Tierarzt, also wo der Stress schon losgeht und wo ich euch einfach Einblicke in die verschiedenen Sachen wie die Katze ans Impfen gewöhnen oder ans Ohren anschauen und so weiter und so fort, so die Gewöhnung und so, das alles mit euch durchgehe. Und in diesem Online-Kurs werdet ihr auch mehr zum Thema Katzensprache lernen, denn wie bereits erwähnt, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Katze lesen könnt, vor allem wenn es dann um so einen Stresspunkt wie das Auto geht, dass man einfach weiß, okay, wann ist die Katze wirklich entspannt. Also das wird es mal für die Katzenbesitzer sozusagen geben. Wir werden euch da auf alle Fälle Bescheid geben, wenn das soweit ist. Und für die Hundebesitzer wird es einen Online-Kurs mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema alleine bleiben lernen geben. Also das ist nicht nur für Welpenbesitzer, sondern auch für Menschen mit erwachsenen Hunden. Ich habe jetzt immer mehr erwachsene Hunde bei mir, die plötzlich nicht mehr alleine bleiben können. Und genau deshalb ist mir auch dieser Online-Kurs sehr, sehr wichtig. Und auch da bekommt ihr wieder verschiedene Wege quasi mit und verschiedene Möglichkeiten und lernt auch da wieder euren Hund besser zu verstehen, warum er zum Beispiel nicht alleine bleiben kann oder. Also die zwei Sachen stehen von mir definitiv demnächst dann an sozusagen. Sehr schön. Und es gibt ja eben auch schon Anti-Jagd-Training und Anti-Giftköder-Training auch zum Selbstlernen. Haben wir schon auch im Shop. Also auch da, und ansonsten, wenn ihr noch ein anderes Thema habt mit Katze oder Hund, wo ihr sagt, oh, also ist jetzt schon mal cool, kann ich mir vorstellen, dass man da was verändern kann, traue ich mir aber selbst noch nicht so zu, dann meldet euch auch einfach gerne. Also dann entweder findet Laura da einen Weg, da noch was zu machen für alle, oder man kann irgendwie individuell auch nochmal schauen. Ja. Genau. Ja, ich male mir jetzt schon aus, wie das sein könnte, wenn meine Katzen dann auch bald ganz entspannt in die Transportbox gehen und ich nicht mehr, bis jetzt habe ich immer den Trick angewandt mit Leckerli locken, aber das ist halt nicht so nachhaltig, wie wenn sie wirklich verstanden haben, okay, genau das ist so gewollt und jetzt gehe ich doch mal von alleine da rein. Und ich weiß auch nicht, wie das bei deinen Katzen ist, aber bei den meisten Katzen ist es so, wenn man sie dann reinlockt und dahinter die Türe schließt, dann fressen sie manchmal das Leckerli auch gar nicht mehr. Also sie lassen das dann voll oft liegen. Und also ich kann euch jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das war mit Kiwi, war ich gerade letzte Woche beim Tierarzt
Und ich habe ja schon viele Katzen hinter mir und ich habe ja auch beim Tierarzt schon gearbeitet und so. Und es war so schön zu sehen, dass man eine Katze tatsächlich wirklich einfach impfen kann, ohne sie festhalten zu müssen. Also das war wirklich, das ist auch für alle entspannter. Der Tierarzt muss nicht Angst haben, dass er gleich ein Biss davon trägt. Die Katze hat weniger Stress. Also das war wirklich ein super entspannter Tierarztbesuch. Und deshalb kann ich euch nur sagen, es zahlt sich aus, egal wie alt eure Katze ist. Vor allem bei Katzen brauchst du halt vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Aber es ist wirklich egal, wie alt das Tier ist. Jedes Tier kann lernen. Und dann tun mir die Tierarzthelfer auch nicht mehr so leid, wenn die dann alles aufgerissen. Ja. Genau. Also, ups, ich kann nichts dafür. Ja. Ja. Ja, schön. Dann vielen Dank für die vielen Informationen und Einblicke. Sehr gerne. Und ich wünsche euch allen auch noch einen schönen Abend mit euren Tieren. Vielleicht neue Inspirationen, vielleicht mag der ein oder andere es jetzt auch mal ausprobieren. Und ja, die Laura ist außerdem auch immer mal wieder dabei. Also wir haben auch einmal im Monat, es wurde umgenannt, es ist nicht mehr die Online-Sprechstunde für dein Tier, sondern es sind jetzt die Seelenfreunde-Tier-Talks. Da haben wir dann immer so eine Talkrunde mit verschiedenen Experten zu verschiedenen Themen. Und wenn die Laura mal Zeit hat, dann ist sie gerne mit dabei. Also es ist immer so, also wie es halt gerade passt. Und das wird auch für euch dann frei zugänglich sein. Da darf man auch gerne Fragen stellen. Genau. Wunderbar. Also dann, bis ganz bald. Tschüss.